Dropshipping wird bei Gründern im Bereich E-Commerce immer beliebter. Und es ist auch ehrlicherweise absolut nachvollziehbar, denn Dropshipping ist das Modell, wo du zum Beispiel einen Online-Shop startest, aber die Waren, also die du am Ende verkaufst in deinem Online-Shop, gar nicht selbst besitzt. Das heißt, du trittst nur als Verkäufer auf und hast den Kunden und die kaufen in deinem Shop. Dann hast du aber einen Lieferanten oder einen Produzenten und der schickt diese Waren und Güter direkt an den Abnehmer. Das heißt, du hast keine Lagerhaltung, du musst dich nicht wirklich mit Logistik auseinandersetzen und so weiter. Und deswegen ist Dropshipping ein sehr, sehr beliebtes Modell, was auch in den letzten Jahren eigentlich in der Beliebtheit immer weiter wächst, weil du einfach relativ schmal und relativ einfach anfangen kannst und du dann nach und nach diese ganze Infrastruktur aufbauen kannst. Und auch wenn das manchmal so ein bisschen den Ruf hat und auch Leute das behaupten, Dropshipping ist nicht verboten. Dropshipping ist meiner Meinung nach ein absolut legitimes Geschäftsmodell. Du solltest allerdings wissen, dass es da eine ganze Reihe an rechtlichen und vor allem auch steuerrechtlichen Herausforderungen gibt. Und deswegen gibt es ein paar Dinge, die du unbedingt über die Steuer wissen solltest, bevor du dich mit dem ganzen Thema Dropshipping beschäftigst. Und das Wichtigste, das erfährst du in diesem Video. Natürlich bist du als Dropshipper, also als E-Commerce-Unternehmer, der Dropshipping nutzt, in Deutschland selbstständig und damit auch steuerpflichtig wie so ein Selbstständiger. Ich habe zu dem ganzen Thema Steuerpflicht als Selbstständiger auch schon mal so ein Grundlagenvideo aufgenommen. Das verlinke ich dir einmal oben rechts. Hier nur einmal ganz kurz zusammengefasst. Du musst in Deutschland drei Steuerarten zahlen. Einmal die Einkommensteuer, das ist die Steuer, die auch jeder von uns bezahlt, und zwar in Form der Lohnsteuer auf den Gehaltsabrechnungen. Und die musst du natürlich auch auf deine Gewinne zahlen, auf dein gesamtes Einkommen, was du hast. Da sind ungefähr 11.000 Euro steuerfrei. Das ist so der Grundfreibetrag. Und wenn du da drüber liegst mit deinem Gewinn, mit deinem gesamten Einkommen, dann zahlst du Einkommensteuer. Und dann zahlst du auf deine Gewinne auch noch Gewerbesteuer. Denn du bist gewerbetreibend und damit auch gewerbesteuerpflichtig. Wenn du ein Einzelunternehmen gründest, dann sind die ersten 24.500 Euro Gewinn tatsächlich steuerfrei. Und wenn dein Gewinn höher ist, dann zahlst du auf diesen Gewinn auch noch Gewerbesteuer. Soweit so gut und auch soweit ehrlicherweise nicht wirklich kompliziert. Kompliziert wird das bei der dritten Steuerart, und zwar der Umsatzsteuer. Umsatzsteuer ist bekannt umgangssprachlich als Mehrwertsteuer. Und die Umsatzsteuer kann tatsächlich wirklich kompliziert werden, wenn es so internationale Geschäftsbeziehungen gibt, wenn die Vertragsverhältnisse ein bisschen komplizierter sind. Und das ist ehrlicherweise bei Dropshipping der Fall. Nur der Vollständigkeit halber an dieser Stelle noch einmal erwähnt, es gibt auch eine Vereinfachungsregelung für die Umsatzsteuer, die heißt Kleinunternehmerregelung. Das heißt, du kannst darauf verzichten, Mehrwertsteuer, also Umsatzsteuer, auf deinen Rechnungen auszuweisen. Das geht aber nur, wenn du dauerhaft einen Umsatz von unter 22.000 Euro hast. Und ganz ehrlich, da reden wir von Umsatz. Und wenn du im E-Commerce tätig bist, dann sind 22.000 Euro Umsatz nicht so besonders viel. Dein Rohgewinn oder dein endgültiger Gewinn, der ist ja dann nochmal deutlich niedriger. Und ehrlicherweise würde ich dir, wenn du Dropshipping betreibst, von vornherein eigentlich von der Kleinunternehmerregelung abraten, auch weil sie dich tatsächlich bei internationalen Geschäftsbeziehungen unter Umständen gar nicht vor einer Steuerpflicht beschützt. Deswegen nur der Vollständigkeit halber, es gibt diese Vereinfachungsregelung. Meine persönliche Empfehlung ist, wenn du Dropshipping machst, dann brauchst du dich nicht mit der Kleinunternehmerregelung beschäftigen. Mach das Ganze lieber von vornherein professionell, weil mit der Umsatzsteuer musst du dich sowieso intensivst beschäftigen. Die Umsatzsteuer sorgt tatsächlich beim ganzen Thema Dropshipping regelmäßig für unglaublich riesengroßes Chaos. Und das schauen wir uns jetzt einmal mal Schritt für Schritt an. Denn wir haben bei Dropshipping ja zwei Vertragsverhältnisse. Einmal hast du als Verkäufer eine Vertragsbeziehung mit dem Produzenten oder dem Lieferanten, also dem, von dem die Leistung ganz ursprünglich kommt. Mit dem hast du quasi einen Vertrag. Und dann hast du natürlich einen Vertrag mit deinem Endkunden. Das heißt, der Person, die zum Beispiel in deinem Online-Shop einkauft. Du hast allerdings nur eine Warenbewegung und mit der hast du gar nichts zu tun. Denn der Produzent, der verschickt die Ware ja direkt an deinen Endkunden. Das heißt, wir fassen zusammen, du hast zwei rechtliche Vertragsbeziehungen, aber tatsächlich nur eine physische Lieferung, mit der du wiederum nichts zu tun hast. In der Umsatzsteuer haben solche Konstellationen tatsächlich einen Namen, und zwar heißen sie Reihengeschäfte. Und ehrlicherweise glaube ich, dass es diese ganze Regelung rund um Reihengeschäfte und deren Folgen, die wurden nur erfunden, um
ja, Steuerberater, Steuerfachwirte und Steuerfachangestellte regelmäßig durch Abschlussprüfung fallen zu lassen. Und das ganze Thema ist wirklich kompliziert. Deswegen machen wir das wirklich Schritt für Schritt. Die gute Nachricht ist, früher war das innerhalb der EU tatsächlich unterschiedlich geregelt. Das heißt, wenn du auch in andere EU-Länder etwas versendet hast, dann wurde das unter Umständen in dem Land, in das du versendet hast, anders geregelt. Das Ganze ist aber Geschichte. Seit 2020 ist das EU-weit einheitlich geregelt. Schauen wir uns zum Einstieg erstmal die Grundlagen an. Also wann muss eigentlich welche Umsatzsteuer ausgewiesen werden bei so einer ganz normalen Lieferung? Wenn du Verkäufer bist, also E-Commerce-Unternehmer in Deutschland und dein Kunde ist auch in Deutschland, also Deutschland, Geschäftsbeziehung, dann weist du einfach ganz normal Umsatzsteuer aus. Meistens 19%, manchmal 7% und noch seltener 0%. Du weist ganz normal einfach deutsche Umsatzsteuer aus. Einfach ist der ganze Fall übrigens auch, wenn dein Kunde im Ausland sitzt. Und zwar in einem Ausland außerhalb der Europäischen Union. Das heißt irgendwo in den USA, in der Schweiz, in China, wo auch immer. Dann weist du auf deinen Rechnungen nämlich einfach keine Umsatzsteuer aus. Also keine Umsatzsteuer, wenn dein Kunde in dem sogenannten Drittland wohnt, also außerhalb der EU. Wenn dein Kunde aber aus einem anderen EU-Land kommt, dann wird das Ganze ein bisschen komplizierter. Das heißt, du verkaufst beispielsweise an einen Kunden in Österreich. Dann musst du nämlich unterscheiden, ob dein Kunde ein Unternehmen ist oder dein Kunde eine Privatperson ist. Das heißt, wir unterscheiden zwischen B2B-Umsätzen und B2C-Umsätzen. Bei B2B-Umsätzen, also wenn dein Kunde ein Unternehmer ist, dann weißt du auf solche Verkäufe auch keine Umsatzsteuer aus. Wenn dein Kunde jetzt aber ein Endkonsument ist, also ein B2C-Umsatz in einem anderen EU-Land, dann weist du Umsatzsteuer aus. Das Komplizierte daran, manchmal musst du deutsche Umsatzsteuer ausweisen und unter bestimmten Voraussetzungen musst du die Umsatzsteuer ausweisen in dem Land, in das du lieferst. Das heißt, du musst als deutscher E-Commerce-Unternehmer unter bestimmten Voraussetzungen, wenn dein Kunde ein Endabnehmer, also ein Verbraucher ist und diese Bestellung privat tätigt, die Umsatzsteuer ausweisen, die in dem Land gilt, in dem dein Kunde wohnt. Also beispielsweise Österreich. Da musst du tatsächlich österreichische Umsatzsteuer ausweisen. Aber darum und um diese ganze Problematik soll es in diesem Video gar nicht gehen. Das ist ein grundsätzliches E-Commerce-Thema. Ich habe zu dem ganzen Thema One-Stop-Shop-Prinzip auch schon mal ein Video aufgenommen. Das verlinke ich dir auch oben rechts einmal. Hier in diesem Video soll es um die ganze Problematik rund um das Thema Dropshipping gehen. Und da gibt es noch so ein ganz anderes Thema, was das Ganze noch viel komplizierter macht. Kommen wir also zu dem ganzen Thema Dropshipping. Ich habe ja schon erwähnt, dass wir zwei Vertragsbeziehungen haben. Also du hast eine Vertragsbeziehung sowohl zum Lieferanten, zum Produzenten und zum Endkunden. Aber es gibt ja nur eine physische Lieferung. Und natürlich muss man, um eine richtige Rechnung zu schreiben und auch eine richtige Rechnung zu bekommen, jetzt wissen, wer schreibt eigentlich was auf seine Rechnungen. Weil du bekommst eine Rechnung von dem Lieferanten, also von dem Produzenten und musst selbst eine Rechnung schreiben für den Endkunden. Und da musst du natürlich wissen, was muss denn da draufstehen oder wie soll denn idealerweise die Rechnung aussehen, die du bekommst? Und dafür muss man verstehen, dass das Umsatzsteuergesetz quasi aus dieser einen Warenversendung zwei Lieferungen macht. Das heißt, es gibt einmal eine bewegte Lieferung und einmal eine ruhende Lieferung. Das muss gemacht werden, weil du ja zwei Vertragsbeziehungen hast. Und man geht grundsätzlich immer so per Definition davon aus, dass die erste Lieferung in dieser Reihe die bewegte Lieferung ist und die zweite Lieferung ist die ruhende Lieferung. Und das ist wahnsinnig wichtig, dass du dir das merkst. Die erste Lieferung ist die bewegte Lieferung, also die von dem Lieferanten zu dir, auch wenn du diese Ware nie bekommst. Und die zweite Lieferung, also zwischen dir und deinem Kunden, ist die ruhende Lieferung. Warum ist das Ganze eigentlich wichtig, was die bewegte und die ruhende Lieferung ist? Dazu kommen wir jetzt, denn wir schauen uns einfach mal ein Beispiel an. Und zwar gehen wir mal davon aus, dass du deutscher E-Commerce-Unternehmer bist. Und du hast einen Produzenten auch in Deutschland. Du hast jetzt aber einen Kunden aus Österreich. Das heißt, dieser Österreicher, der geht auf deine Webseite, bestellt sich etwas in deinem Shop. Diese Informationen gehen an den Produzenten. Der macht das Ganze fertig, verschickt das Ganze an den Endkunden in Österreich. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie diese Rechnungen aussehen müssen. Und zwar die erste Rechnung, das heißt von dem Lieferanten an dich. Das ist die bewegte Lieferung. Und vielleicht würde man hier intuitiv sagen, naja, das ist eine Rechnung von einem deutschen Unternehmer an einen deutschen Unternehmer. Das ist natürlich ganz normal mit Umsatzsteuer. Ist sie leider nicht, weil die erste Lieferung ist per Definition die bewegte Lieferung. Und diese Lieferung geht ja ins Ausland. Das heißt, das Ganze ist eine innergemeinschaftliche Lieferung und die ist
tatsächlich umsatzsteuerfrei. Das heißt, der Produzent schreibt eine Rechnung ohne Umsatzsteuer und schickt sie dir. Und zwar über eine innergemeinschaftliche Lieferung nach Österreich. Das ist ehrlicherweise für den Produzent relativ einfach. Und für dich ehrlicherweise ziemlich blöd. Du hast nämlich jetzt in Österreich einen innergemeinschaftlichen Erwerb. Und bei innergemeinschaftlichen Liefergeschäften ist der Erwerb steuerpflichtig. Wer weiß, was Reverse Charge ist, kennt das Prinzip, dass der Empfänger dafür Steuern bezahlen muss. Das heißt, du hast jetzt als deutscher Unternehmer mit keiner österreichischen Niederlassung in Österreich aber einen innergemeinschaftlichen Erwerb getätigt. Und dieser innergemeinschaftliche Erwerb in Österreich, den musst du jetzt einmal dem österreichischen Finanzamt melden und die Umsatzsteuer auf diese Lieferung abführen. Die gute Nachricht ist, du kannst im Rahmen dieser Umsatzsteuervoranmeldung tatsächlich diese Umsatzsteuer gleich wieder geltend machen. Das heißt, unterm Strich musst du gar nichts bezahlen. Aber du musst tatsächlich das Ganze einmal in Österreich melden. Soweit, so gut. Wenn du dir jetzt überlegst, oh shit, das muss ich ja in jedem Land machen, wo potenziell Kunden von mir sitzen. Und wenn du europaweit verkaufst, dann kann das mal dazu führen, dass du in einem Monat vielleicht in 15 unterschiedliche Länder verkaufst und das führt dann halt unterm Strich dazu, dass du in 15 Ländern für diesen Monat eine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben musst. Soweit so schlimm. Aber das war ja nur der eine Part, denn wir haben ja noch eine zweite Lieferung und zwar die ruhende Lieferung, weil jetzt gibt es ja noch einen Verkauf, also eine Rechnung zwischen dir und dem Endkunden. Das heißt, auch da muss ja eine Rechnung geschrieben werden. Und das ist jetzt eine Rechnung aus Österreich, weil die Ware ist ja in Österreich, nach Österreich. Das heißt eine Österreich-Österreich-Lieferung. Und ja, da muss natürlich österreichische Umsatzsteuer ausgewiesen werden. Von dir als deutsches Unternehmen. Und diese Umsatzsteuer, die wird dir dann natürlich mit dem Kaufpreis zusammen von dem Kunden bezahlt, die muss natürlich in Österreich abgeführt werden. Und das ist jetzt nicht nur in dieser einen Konstellation, wir haben jetzt nur eine Dropshipping-Lieferung reingeschäft betrachtet. Das musst du natürlich machen bei allen Lieferungen, die du da gemacht hast. Und das ist natürlich ziemlich blöd. Du musst dich in relativ vielen Konstellationen in allen Ländern steuerlich registrieren, in denen du Kunden hast und musst dann tatsächlich auch da Steuern abführen. Ich weiß, das Ganze ist jetzt ziemlich ätzend. Ich werfe dir jetzt hier einfach ein riesengroßes Problem vor die Füße. Das Schlimmste ist allerdings, wenn du mit Dropshipping anfängst und das Ganze nicht weißt. Deswegen kümmere dich unbedingt darum, dass du dieses Problem irgendwie umgehst. Und ja, der erste Lösungsansatz ist, du verkaufst einfach nicht ins Ausland. Das heißt, wenn du nur nach Deutschland verkaufst, dann hast du dieses umsatzsteuerliche Problem ja nicht, dass du dich in anderen Ländern registrieren musst. Und natürlich ist das langfristig nicht zufriedenstellend, um ehrlich zu sein. Aber für den Start ist das ehrlicherweise mein persönlicher Tipp an dich, verkauf nur nach Deutschland. Wenn dein Unternehmen dann wächst und du auch EU-weit verkaufen möchtest, dann gibt es da natürlich Tools und so, die dir dabei helfen können. Schreib mal gern alle deine Fragen, die du zu diesem Thema hast, in die Kommentare, denn ich plane so eine ganze Videoreihe rund um das ganze Thema E-Commerce und ich würde super gerne wissen, welche Fragen du dazu hast und dann werde ich im Folgenden dazu ein paar Videos produzieren und dir auch unter Umständen das ein oder andere Tool vorstellen. Wenn du dich jetzt dazu entscheidest, einfach nur in Deutschland selbstständig zu sein und aber auf der Suche bist nach einem Steuerberater oder nach irgendwelchen Tools, die dir das Handling im Alltag vereinfachen können, dann schau dir mal meine Empfehlungen an, die findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt oder du findest sie auch einmal, wenn du hier klickst. Du kannst dir aber natürlich auch erstmal die weiteren Videos auf diesem Kanal anschauen, denn zum ganzen Thema Steuern und Finanzen gibt es noch deutlich mehr zu wissen. Zum Beispiel hier oder hier.